Hi Leute und willkommen zurück hier bei Zelda Majora's Mask. Ich habe mir überlegt, was wir heute machen werden. Und zwar teleportiere ich mich jetzt erstmal zum Dämmerwald-Tempel. Da müssen wir nämlich nochmal hinein. Aber nicht nur in den Dämmerwald-Tempel, sondern auch in den Schädelbucht-Tempel. Denn wenn ihr euch erinnert, es gab dort in diesen beiden Tempeln jeweils einen Gecko-Miniboss und als wir den besiegt hatten, kam aus diesem Gecko so ein Frosch raus und mit diesen Fröschen gibt es ein Sidequest. Das hat auch hier mit der Dongero-Maske zu tun. Und um diese Sidequest zu machen, müssen wir halt nochmal in die beiden Tempeln und diese Minibosse besiegen. Und am Ende von dem Quest muss ich auch nochmal in den Pikibernia-Tempel und dort den Hauptboss besiegen, damit in den Bergen wieder Frühling einkehrt. Ist ziemlich umständlich, das Quest. Auf jeden Fall. Das dauert jetzt aber nicht so mega lang. Also das Quest besteht daraus, das kann ich ja jetzt erstmal kurz erklären, auf dem Weg zum Miniboss. Das Quest besteht daraus, dass man diese Frösche finden muss. Davon gibt es, glaube ich, 5 Stück. Oder waren es 4? Ah, jetzt kommt hier erstmal etwas, das nur kommt, wenn man den Dungeon schon geschafft hat. Du, der du mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüber zu treten. Genau, da kann man hier nochmal sich zum Boss teleportieren lassen, zu Odolva in diesem Fall. Zum Glück, weil sonst wäre das beim Pikibernia-Tempel nachher ganz schön kacke, wenn man da den halben Dungeon doch mal spielen muss, um. Also, dass man erstmal den Boss-Key sich holt, um den bekämpfen zu können. Aber ja, es gibt, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Frösche, mir fallen gerade nur 4 ein. Also, 2 davon sind halt in dem Tempel hier und im Schädelbuch-Tempel. Einer ist in Unruhstadt beim Waschplatz. Und einer ist dann noch im Sumpf, hier in dem Gebiet. Aber ob es einen fünften gibt und wo der sein könnte, das weiß ich gerade nicht. So, wo war nochmal der Gecko-Minibus? Also es gibt ja zwei Minibusse so gesehen. Ich muss hier mal schauen, wie man da am schnellsten hinkommt. Also da oben ist auf jeden Fall einer. War das der Gecko-Boss, ist die Frage? Oder ist da oben vielleicht. Warte mal. Ah, ich glaube, der ist da oben. Moment. Da komme ich zum Glück schnell hin, weil ich schon den. Ah, fuck. Weil ich schon den Bogen habe. Also, falls es wirklich noch einen fünften Frosch gibt, dann fällt mir gerade nicht ein, wo der sein könnte. Also bei Ikana gibt es auf jeden Fall keine. Das ist mir klar. Also da bin ich mir sicher. Beim Meer eigentlich auch nicht. Na gut, hier ist auf jeden Fall der hier. Was geht ab? Warte mal, muss ich überhaupt. Ja, okay, so geht's auch. Naja, wir werden mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die. Ach, hoppla. Erstmal die 4 Frösche, die ich weiß. Oh Gott, wo ist er denn? Ey! Die 4 Frösche, die ich weiß, werde ich jetzt erstmal suchen und die mir holen. Und vielleicht fällt es mir sonst ein, wenn es noch mehr gibt. Ich hoffe es.
Da kann ich ja direkt rausschießen, muss nicht mal warten, bis der zu mir kommt. Okay. So, jetzt kommt da ein Frosch. Und mit dem kann ich jetzt erstmal quatschen, mit der Dongero-Maske. Na, was geht? Ah, Dongero, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein, du kamst den ganzen Weg hierher, um nach mir zu suchen? Ah, sag nichts, wenn ich dieses Gesicht sehe, so verstehe ich. Ist es wahr? Aber ich hörte, in den Bergen herrscht noch immer Winter. Wenn der Frühling kommt, werde ich sicher in die Berge gehen. Wir werden uns wiedersehen. Und einfach weg. Teleportiert. So. Ja, er hat es ja schon gesagt, in den Bergen ist immer noch Winter und wenn Frühling einkehrt, dann wird er dorthin zurückkehren. Ich glaube, ich werde jetzt auch, bevor ich zum Schädelbruchtempel gehe, noch schnell den Frosch, der in den Sümpfen ist, mit dem quatschen. Die Frage ist, ja gut, ich kann mich einfach zum Sumpf Eingang teleportieren und von dort aus ist es nicht mehr weit bis zu dem Frosch. Es könnte aber sein, dass es in den Bergen... Oh Gott, der Mond. Richtig creepy. Dass es in den Bergen im Frühling noch einen Frosch gibt und dass der einfach zählt. Ich glaube... Ja, es ist, glaube ich, wirklich so, dass... Ja. In den Bergen im Frühling taucht noch ein Frosch auf. Bin ich mir zu 99% sicher. Jetzt aber erstmal, okay, ich bin falsch. Hä? Wieso dachte ich das? Hä? Also ich kenne mich ja eigentlich, was die Locations in dem Spiel angeht, perfekt aus, aber jetzt war gerade Brain AFK. Aber sowas von. So, hier ist er. So ganz abgelegen. Ey, was? Da drückt man einmal zu oft Start und dann zählt das noch. Na, Dongero, wie lange ist es her? Der erzählt uns einfach das Gleiche. Tschüss. Gut, dann geht's jetzt auf zum Schädelbruchtempel nochmal. Da wird's, glaube ich, ein bisschen länger dauern, oder? Um zu dem Boss zu kommen. Andererseits kenne ich mich ja im Schädelbruchtempel ziemlich gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, doch, es dauert auf jeden Fall länger als im Dämmerwaldtempel. Das kann ich schon mal verraten. Ich muss mal gucken, nochmal, wie das Lied geht. Okay, ich hoffe, ich habe mir das gemerkt. Ja, wird schon. Okay. Das Ende ist mir gerade entfallen. Ah, okay. So. Hab einfach nur links und rechts verwechselt am Ende. Und die Schildkröte erwacht erneut. Bandung in der Schildbucht auf deinen Namen, Raschke dürfen wir drücken. Ah, ups. Heute richtig am Struggeln mit den C-Knöpfen. So, auf in den Schildbucht-Tempel zum zweiten Mal und letzten Mal.
Tschüss. Das heißt, wird hier auch dieses... Ah, okay, das ist schon aktiviert. Das ist ganz chillig. So, jetzt muss ich halt hier... oder muss ich hier was machen? Ich glaube... Ja, ich muss da oben das... also ich muss das Wasser aktivieren, damit das hier aus der gelben Röhre rauskommt, oder wie man das nennen soll. Link, nein. Ah, mein Gott. Pack einfach hier an und ja, schön. Also ich weiß, in welchem Raum der Gecko-Miniboss ist. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie man da hinkommt. Aber ich glaube, ich werde mal schauen. Es sollte an sich relativ schnell gehen. Und ja, der Part wird jetzt auch vielleicht ein bisschen langweilig, weil man das hier alles schon kennt und weil hier nichts Neues passiert. Oder nichts, nichts Krasses passiert. Das mit den Fröschen ist ja schon neu, aber ja, der Weg dorthin ist nicht unbedingt allzu spannend. So, schau mal auf die Karte. Denn das sollte mir helfen, irgendwie. Wobei, ich kann hier nicht wirklich rauslesen, also was welcher Raum ist. Ich muss auf jeden Fall ins Wasser, das weiß ich. Oh Gott. nur wo ich dann hin muss, das weiß ich nicht so genau. Hier glaube ich, ich weiß nicht. Ich guck mal hier rein. Nee, okay. Hier bin ich falsch, wobei hier. Wo komme ich nicht hier hin? Ich glaube. Ja. Das müsste stimmen. Das müsste stimmen, es stimmt, ja. Nice. Da hinten. Oh Gott, meine Stimme. Da hinten ist er nämlich. Ups. Ah, ich verdrück mich heute so oft. Das ist ein Witz. Ist ein Witz. So. Bisschen Magie wäre ganz nice. Brauche ich auch für den Kampf. So. Und das war's auch schon mit dem hier. Da ist der nächste Frosch und... Na, mit dem Feenschwert geht's tatsächlich relativ schnell. Das ist das Schöne an dem Schwert. Ah, danke, Jaro. Okay, dann werde ich jetzt noch kurz nach Unruhestadt gehen und dort den vierten Frosch holen und dann... besiege ich den Boss vom Pikibernia-Tempel, damit Frühling einkehrt und die Frösche da in die Berge kommen. Alle versammeln. Sich alle versammeln. So, jetzt muss ich halt, es ist immer so umständlich, hier die Dungeons zu verlassen. Wenn man sich auch nicht von den Dungeons direkt irgendwo hin warpen kann, nur zum Eingang. Okay. Unruhestadt.
Und ich hoffe halt echt, dass... dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass... dann in den Bergen noch ein extra Frosch dort ist, wenn Frühling ist, aber... ich denke schon. Also ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie überlegt, wo noch einer sein könnte, aber... fällt mir nichts ein, deswegen... wird das schon passen. So. Na, danke, Ero. Voll die coole Kameraperspektive bei dem. Und auf geht's in die Berge. Ich werde auch den... ich glaube, den Weg jetzt zum Dungeon rauscutten. Und wir sehen uns dann... dann gleich wieder, würde ich sagen. Und das war's. Hat ziemlich lang gedauert, der Kampf sogar. Dieses Mal. Aber ich hab's ja für euch zusammengeschnitten, deswegen ja, habt ihr es nicht gemerkt. So, dann auf zum Teleporter und ja, in die Berge. Der teleportiert uns eh direkt dorthin. Zu der Bergsiedlung. Und man hört auch schon, ne? Das sind ja alle, die ganzen Frösche. Oder sind es alle? Ja, es sind alle. Sehr schön. Dann hole ich nochmal die Maske raus und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Verzeih mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlacker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lasst unseren Gesang beginnen. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Ein Herzteil. Lass uns wieder mal zusammen musizieren. Ja, ganz nice. Was auch richtig komisch aussah, wie Link da dirigiert hat. Naja. Ich würde sagen, das war's jetzt aber mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir weitere Herzteile sammeln, was hoffentlich nicht so lange dauern wird wie heute für dieses eine Herzteil. Aber mir fallen auf jeden Fall auch schon ein paar ein, die wir uns holen können. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao!